Lass uns mal mit dem AI-Thema anfangen. Ne? Ich muss wirklich sagen, ich habe mich irgendwann wieder bei Instagram angemeldet, weil ich dachte so, Instagram ist ja dann doch ein Ding. Ne? Und dann habe ich irgendwie so Leute angefangen hinzuzufügen, dich hinzugefügt und dachte so, Alter, was macht Basti für einen geilen Scheiß da über AI und KI? Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, immer wenn man sich so mit dem Thema beschäftigt, hast du gerade selbst gesagt, man hat so ein bisschen das Gefühl, ah, die erste Hypewelle ist so rüber. Ich habe das Gefühl, viele Leute sind auch so AI und ist irgendwie ChatGPT und das ist alles, ne? Ja. Und gleichzeitig hast du gesagt, auch so eine Skepsis hat sich irgendwie so aufgebaut, ne? Ich glaube, Leute haben keine Ahnung, diese ganzen Scam-Sachen irgendwie mitbekommen, die da so drumherum passiert sind, ne? Was würdest du sagen? AI was ist gleich ChatGPT und Deepfakes. Ja, genau, und Deepfakes, ne? Was würdest du sagen, was ist so der Stand allgemein, was du Gefühl hast und was muss man vielleicht auch als Gründer und als Unternehmer einfach wissen? Ne? Es wäre einfach spannend, so von der Vogelperspektive mal zu kommen. Also grundsätzlich erstmal zu den ganzen Vorannahmen, die die breite Masse hat. Das ist ähnlich wie beim Thema Bitcoin. So, jeder hat es schon mal gehört, aber keiner kann dir die Blockchain erklären. So, und das ist genau das Gleiche mit ChatGPT gleich AI. Ich habe es mal ausprobiert, hat für mich nicht gut funktioniert, weil ich mich nicht weiter damit auseinandergesetzt habe. Ist nichts, ne? Und dementsprechend ist es einfach noch nicht so, dass ich es jetzt brauche. Ne? Ja. Und als Unternehmer, was muss man als Unternehmer wissen? Dass natürlich zum einen diese ganze sehr, 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 sehr einseitige mediale Berichterstattung von großen Sendern sehr, sehr geprägt ist. Ne? Ja. So wie generell halt Nachrichten in Deutschland immer sehr, sehr eintönig sind. Ja. Und dass grundsätzlich, es gibt nichts, was man nicht mit AI als Prozess verbessern kann. Es gibt nichts, was man nicht automatisieren kann. Mhm. Und ich denke, dass sobald Leute ihren Horizont erweitern und realisieren, ChatGPT ist gewissermaßen nur eine Grundlage dessen, in wie viele verschiedene Bereiche AI in deinem Business einen Impact haben kann. Ja. Ne? Also fast alles basiert irgendwie auf der Grundlage von ChatGPT. Nicht nur, aber sehr, sehr viel. Und alles, was ihr euch ausdenken könnt, was ihr gerne wegrationalisieren wollen würdet, ist möglich. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, weil ich habe das Gefühl, ich bin dann sozusagen in deinen Content eingestiegen und es hat nicht lange gedauert, bis ich auch deinen Kurs gekauft habe, weil ich hatte das Gefühl, du hast es auch in dem Kurs unglaublich gut hinbekommen, erstmal die Tool-Landschaft aufzumachen, super gut sortiert nach den ganzen Bereichen und dann sozusagen auch konkret zu zeigen, wie man die Sachen dafür nutzen kann. Weil wirklich, ich muss auch sagen, ich wüsste nicht mal, so ein Einstieg in die Welt, also vielleicht wird man irgendwie so sagen, keine Ahnung, Content Creation AI Tool oder so, aber deshalb war auch irgendwie dein Kurs so ein schneller No-Brainer, weil ich dachte mir, oh Mann, der hat sich schon so tief in diese ganzen Themen eingearbeitet, gibt da einen super guten Überblick, was überhaupt möglich ist und da ist mir erstmal klar geworden, dass ChatGPT ja nur irgendwie, wie du gesagt hast, so die Grundlage ist, aber viel spannender sind ja jetzt diese einzelnen Tools, die alle sozusagen darauf entstanden sind. Gibt es da so drei Favorite-Tools oder so, wo du sagst, das sind die, mit denen du auch täglich zusammenarbeitest? Ja, da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Also grundsätzlich möchte ich nochmal anknüpfen, dass wir uns seit 7 Jahren nicht gesehen haben und du sagtest, wie klein die Bubble ist. Ja. Weil das Ding ist ja auch, es kristallisiert sich sehr schnell heraus, wer überhaupt über so einen langen Zeitraum aktiv bleibt. Ja, das stimmt. Und worauf möchte ich damit überleiten, dass wir kommen aus einer Ära, in der wir all diese Dinge, die es heute brauchen, ein erfolgreiches Online-Business zu führen, uns erstmal beibringen mussten und diese dann halt durchexerzieren mussten, komplett manuell. Ja. Das heißt, wenn man heute, nachdem man halt schon verschiedene Businesses in einem 7-stelligen Bereich aufgebaut hat, dann weiß man genau, was so die Pillars sind, was sind die verschiedenen Säulen, die es braucht, um diese halt mit AI dann entsprechend umzusetzen. Mhm. Und jetzt bei dieser ganzen Riesenflut an AI-Tools hat man sehr, sehr oft oder sehr, sehr schnell einfach FOMO, weil gefühlt jede Woche 100 neue Tools rauskommen. Und die sieht man dann halt in der Regel nicht durch, weil man am Anfang noch gar nicht darüber nachdenkt, was sind denn die Dinge, die ich für ein successful Business brauche, um diese dann halt zu automatisieren. Ja. Heißt, wenn man das selber halt schon mehrfach durchlaufen hat, dann geht man ganz, ganz anders da heran und recherchiert dementsprechend, okay, was muss ein konkretes Tool können, um damit halt es für mich interessant ist, ne? Genau. Und deshalb das, was in dem AI Revolution Kurs dann halt passiert ist, ist gewissermaßen, dass die gesamte unternehmerische Erfahrung kombiniert wurde mit dem Durchsieben von Hunderten von Tools, um diese auszutesten, dann zu gucken, sind die wirklich valide und haben die dann halt einen wirklichen Mehrwert, auch compared zum Preis, den sie auf einer monatlichen Basis haben.
Ne, weil natürlich jetzt sehr, sehr viel Goldgräberstimmung ist, wo haufenweise Leute irgendwelche AI-Startups starten, ja, wo sie ehrlich gesagt eigentlich nur einen kleinen Bestandteil, den sie mit ChatGPT auch abdecken könnten, schön verpackt auf einer sleeken Website anbieten und dann halt sich ein goldenes Näschen mit den Membership-Fees finanzieren. Deshalb, das ist eine riesen, riesen Branche an der Stelle auch. Und das sieht man, also man sieht ja dann perfekt bei dir das Ergebnis sozusagen und denkt sich so, ja stimmt, nur nützliche Tools, ja, die Basti da irgendwie vorstellt und zeigt, wie man sie nutzen kann, aber dass da so ein großes Filtern davor ist, stimmt, das habe ich gar nicht immer im Hinterkopf gehabt, dass man das sozusagen hat, ne? Content wäre spannend. Problem, ja, sag mal. Ja, das Problem und ja, ist auch eine Form von Content, ist natürlich, man findet sehr, sehr viel auch so bei YouTube, ne? Gerade so im englischsprachigen Bereich. Aber das kommt halt fast alles von irgendwelchen AI-Hype-Boys, die dann jetzt einen YouTube-Channel gestartet haben, aber halt noch nie ein erfolgreiches Business hatten. Hey, das ist so ein wichtiger Punkt. Ja. Die empfehlen halt alles Mögliche. Jede Woche bringen die 5 Videos raus mit, das ist das neue krasse AI-Tool mit so Clickbait-Titeln, so fuck ChatGPT, das und das ist jetzt wirklich der absolute heilige Gral und damit wiederholen die sich dann halt jede Woche. Weil sie natürlich über Affiliate dann halt das Geld reinholen. Stimmt. Aber nicht, weil sie ein erfolgreiches Business haben. Weil witzigerweise, da kann ich dich sozusagen auch abholen. Ich habe bestimmt so 3-4 Kurse gekauft zu dem Thema. Ne? War wirklich auch, keine Ahnung, wenn man da einmal irgendwie auf eine Werbeanzeige klickt, dann kriegt man irgendwie 1.000. Ja. Hab die gekauft und ich würde sagen, ich habe einen Großteil davon wirklich nach dem Refund gefragt. Weil wie du gesagt hast, ich das Gefühl, das war einfach nur so eine Sammlung von leeren Prompts oder so, ne? Ja, oder auch so Tools von so, was gibt es überhaupt alles auf dem Markt, ne? Und null, so wie du es gesagt hast, so rückwärts gerechnet, was braucht man überhaupt für ein Business und welche Tools sind dafür wirklich nutzlos? Gerade bei diesen Prompts dachte ich mir so, also irgendwie sieht es so aus, als ob sie versucht haben, auf 1.000 Prompts zu kommen, ne? Und wirklich, da war nichts Sinnvolles dabei und deshalb dachte ich mir auch so, ey, das stimmt. Mir hätte es gereicht, ein Prompt zu haben, wie man irgendwie eine gute Headline für LinkedIn hinbekommt, ne? Und dann kam da aber nur so ein Prompt und es war halt total generisches Ergebnis und ich so, ja, wow, damit kann ich nichts. Wir haben genau für solche Use Cases, zum Beispiel für viralen LinkedIn-Content und dergleichen, haben wir halt komplett eigene Custom-GPTs gebaut, die wir den Kunden halt an die Hand geben, dass sie einfach nur ihr Thema eingeben und ein paar Stats, die sie halt entweder haben oder erreichen wollen, und dann generiert es halt für dich die ganzen LinkedIn-Posts. Natürlich gibt es dafür dann auch wieder Ableger von entsprechenden Tools, so wie Taplio zum Beispiel, was auch ein phänomenales Tool ist. Ne? Ja. Aber jene Tools haben es dann halt bei uns reingeschafft, die halt wirklich empfehlenswert sind, aber alle anderen sind einfach nur unnötiger Neues. Das ist es wirklich, aber das habe ich auch beobachtet. Ich habe dann so 1-2 Tools auch bei YouTube empfohlen, die wir selbst sozusagen genutzt haben. Insofern war es auch cool, aber wirklich, sobald auf so einem Thumbnail bei YouTube stand neues AI-Tool, da rennen dir die Leute ja die Bude ein, ne? Also man versteht sozusagen die Hype-Boys in Amerika, warum sie auch irgendwann in diesen Zugzwang kommen, wahrscheinlich immer wieder neuen Shit zu präsentieren, weil die Leute irgendwie hungrig danach sind, ne? Ja, und weil die Leute halt einfach eingeschüchtert sind von der bereits jetzigen Flut an Tools. Sie stehen alle vor so einem Berg. Wissen, AI ist halt unausweichlich, aber wissen halt jetzt schon nicht, wo sie überhaupt anfangen sollen. Ne? Und da jetzt irgendwie ein entsprechendes Intro von jemandem zu bekommen, der nicht am laufenden Band einfach nur das Tool, das ist ja viel zu cluttered, um dann halt für dich selbst irgendwie das Gefühl zu haben, ich werde hier wirklich ordentlich from scratch halt dahin geführt, dass ich hinterher wirklich meine Prozesse so optimieren kann, dass man halt Kosten- und Zeitersparnis von knapp 70% erreicht. Ich meine, wir haben unser Team halbiert, haben einen wesentlich höheren Output, auch qualitativ, hast du ja gesehen, jetzt allein schon bei Instagram. Und das ist das Ergebnis der Implementierung dieser Tools, die wir halt auserkoren haben auf einer täglichen Basis. Das ist ein guter Punkt, den muss ich vorschieben. Erst mit, dann muss zu dem Output kommen. Was würdest du denn jemandem empfehlen, in dieser Welt einzusteigen? Weil ich habe das Gefühl, wie du das gerade beschrieben hast, ist so eine, keine Ahnung, du stehst vor so einem unendlichen Regal irgendwie, ne? Und den Gedanken, was du gesagt hast, war eigentlich ganz spannend, irgendwie von den Prozessen, die man hat, kommen. Hast du da irgendwie sowas für Leute, die vielleicht wirklich sich da so den ersten Schritt gehen wollen? Hast du da eine Empfehlung, wie man da rangeht? Der erste Schritt wäre halt eine entsprechende Bestandsanalyse der Daily Tasks zu machen, auf die man keinen Bock hat. So die halt sehr, sehr repetitiv sind. Ja. Ne? Weil das ist einfach, das macht dich früher oder später mürbe und alles, was repetitiv ist, ist sowieso eine unnötige Ausgabe, selbst wenn es dann halt über einen Mitarbeiter oder einen Freelancer oder dergleichen gemacht wird. Weil
du hast halt die Möglichkeit, allein schon mit ChatGPT, ja, geschweige denn andere Tools, halt eine Armee von digitalen Mitarbeitern aufzusetzen. Gewissermaßen baust du dir eigene GPTs, die du auch hinterher automatisieren kannst in entsprechende Workflows, die gewissermaßen einzelne für sich stehende Fachidioten sind. Ja? Stimmt. Weil ja, so wie die Leute halt normalerweise vorgehen ist, ich gebe jetzt ein, was ich in ChatGPT haben will. Es gibt keinerlei Kontext. ChatGPT weiß nichts über deine Company, deinen Background, das, was es eigentlich ist, was du konkret machst. Und wenn du das halt entsprechend trainierst und dann gewissermaßen jedes Mal ein eigenes GPT in einem Fachbereich aufsetzt. Das eine mag sein, Thumbnail-Titel, ja, du kannst es theoretisch so hart cutten. So, wir haben zum Beispiel so ein Real Script Genius, das dann halt gefüttert ist mit, was macht Skripte viral, was sind halt krasse Opening Hooks, an welcher Stelle positioniert man halt einen entsprechenden Call to Action und dergleichen. Und dann haben wir einen separaten für Brand Voice, weil du kannst gewissermaßen verschiedene GPTs miteinander arbeiten lassen, dass du sagst zuerst, der eine ist nur darauf spezialisiert, virale Skripte zu schreiben, weil er zum Beispiel in seiner Knowledge Base ein sehr, sehr gutes Buch hat, Hook Points von Brandon Kane, der ein ganzes Buch nur darüber geschrieben hat, was so How to Stand Out in a 6-Second World, ja, und das kann dieses GPT halt also instant abgreifen. Und ich schreibe dann einfach nur in Großbuchstaben real und gebe irgendeine Idee rein. Das kann ein Tweet sein, egal in welcher Ausgangssprache. Das und kann dann einfach spuckt er dir schon was richtig Gutes sein. Aus. Und dann spuckt er mir drei Real-Versionen aus, die schon komplett auf Engagement, komplett auf Viralität im Skript ausgelegt sind. Crazy. Dann kann ich mir das Beste aus den drei auswählen. Yeah. Wenn mir das noch nicht gut genug gefällt, tagge ich unter dem GPT mein Brand Voice GPT und sage einfach improve. Das heißt, die sind so trainiert, dass es nur noch ein Wort als Prompt braucht, weil das alles in der Knowledge Base liegt. Das bedeutet, dann tagge ich halt das andere GPT, schreibe improve und dann gibt es mir die drei Versionen einfach nochmal mehr in meiner Brand Voice. Und was ich dann mache, wir haben HeyGen so smart genutzt, dass wir für trotzdem immer abwechselnden Content, also HeyGen für alle Leute, die es nicht wissen, ist eine Software, ja, mit der man Klone von sich selbst oder von irgendjemandem gewissermaßen erstellen kann. Beziehungsweise nein, von sich selbst und sie haben eine eigene Library. Also das ist nicht so Deepfake-mäßig. Man muss bei jedem Avatar, den man hochlädt, initial einmal so einen Consent aufnehmen, dass man HeyGen erlaubt, mit der Aufnahme halt einen Avatar von dir zu erstellen. Und wie der Workflow dann aussieht, ist, das Skript ist super schnell generiert und dann hat mein Video-Editor Zugang zu HeyGen. Da liegen jetzt in den verschiedenen Accounts, weil man nur drei Avatare pro Account haben kann. Wir haben drei Accounts mit 9 verschiedenen Avataren. Deshalb, was viele Leute nicht wissen, unsere eigenen Mitarbeiter haben das auch nicht gemerkt, als wir angefangen haben, mit AI-Avataren von mir, mit Klonen von mir, Reels zu posten. Bis auf den Editor haben die anderen Mitarbeiter das also gar nicht gecheckt, dass wir schon mit einem Klon von mir arbeiten, weil die so real klingen und aussehen. Wie, das warst du und nicht selber in den Videos? Nee, bei den meisten nicht. Crazy shit. Ja, so weit ist das schon? Jein. So, weil es geht ja auch immer darum, die eigenen Erfahrungen, die ich jetzt halt mit AI auf einer täglichen Basis mache, so zu verpacken, also die ganzen Learnings dann halt direkt an unsere Kunden weitergeben zu können, sodass man kleine Workarounds für bessere Ergebnisse halt auch berücksichtigt. Heißt, natürlich gibt es mittlerweile auch professionelle Voice-Clones und sowas, aber wenn du jetzt Shortform-Content machst, der schnell die Leute fesseln muss, da möchtest du nicht, dass dein Voice-Clone, auch wenn er genau klingt wie du, dem fehlt halt so noch ein bisschen so die Emotion, so die Tonalität. So gerade so bei Shortform-Content geht es ja echt darum, die Leute schnell anzuzünden. So, der Professional Voice Clone würde zwar klingen wie ich und würde dann sagen, dieses AI-Tool willst du auf keinen Fall verpassen. Ne? So, und stattdessen, was ich dann mache, ist, das Skript, das ich generiert habe, das nehme ich einmal kurz hier mit dem Mic auf und sage dann, dieses Tool willst du auf gar keinen Fall verpassen. Ja? So, und dieses kurze Audio von ungefähr 30 Sekunden, das geht an meinen Video-Editor, der loggt sich bei HeyGen ein, kann dann halt eine Audio hochladen in den Avatar und dann passt sich der Avatar im Video an die Audiospur an. Weil das Erste, was du dann halt bei einem Reel wahrnehmen würdest, ist, wenn es halt so robotermäßig klingt. So, und ist noch nie jemandem aufgefallen? Sehr, sehr wenig. Beziehungsweise ich habe es dann halt auch mal in den Stories offenbart,
Und seitdem so die Hardcore-Follower, die wissen das dann halt mittlerweile. Ich nehme aber auch trotzdem hier und da noch echte Reels auf. Ne? Aber was das dann halt für ein Production Zeit-Saver ist, ne? Dass du dann an der Stelle sagst, ich generiere jetzt an einem Tag, ich habe 2 Content-Days, so einen Tag recherchiere ich halt und dann nutze ich auch AI-Tools für, ne? Dass ich dann halt so eine Art Instagram-Sorter nutze, ja. Der nach verschiedenen Metriken sagt, okay, für den Influencer meinetwegen, der in der gleichen Branche ist und idealerweise irgendwie im englischsprachigen Bereich, weil man muss das Rad ja nicht komplett neu erfinden. Man macht ja sowieso irgendwie was Eigenes draus, aber holt sich die Inspiration dessen, was schon funktioniert hat. Ja, das heißt, wir ziehen uns dann halt gewissermaßen die Originalvideos, die am besten performt haben, transkribieren die mit AI, dann nehme ich das Transcript, packe das in meinen Real-Script-Genius, schreibe nur Real, Copy-Paste, englisches Transcript und es formuliert das in 3 Versionen in meiner eigenen Brand Voice um. Und das spreche ich dann halt einmal ein an Tag 2 der Content Creation, habe dann die Audios alle aufgenommen, 20 Reels am Tag. Und dann geht das Audio dann halt an meinen Video Editor und der macht den ganzen Rest. Crazy shit. Und das ist nur Shortform. Ne? Wir reden hier noch nicht von Tools, die es für YouTube gibt oder noch für andere Formate. Ne? Das ist gerade nur so eine kleine Sparte von Content. Krass. Aber das bedeutet, okay, also ich glaube, man muss sein Format gefunden haben, genau wie du, ja, also keine Ahnung, wie du Shortform Instagram sozusagen für dich gefunden hast oder Instagram für dich gefunden hast. Und dann musst du es am Ende sozusagen die Tools aneinander knüpfen und ja, immer einfacher machen. Aber Ergebnis ist doch eigentlich eine Frage der Zeit, bis du da nicht mehr auftauchst und der Emotionen und Stimmlage und sowas alles hinbekommt, oder nicht? Also ich meine, Gary Vee ist nicht der Erste, der gesagt hat, dass AI-Influencer absolut ein wesentlicher Bestandteil der Creator-Economy sein werden in den nächsten 5 Jahren. Und es gibt ja nicht umsonst jetzt auch schon, nicht nur in Asien, sondern diese ganz bekannte pinkhaarige Fitness-Influencerin aus Spanien. Aus ja, das Barcelona. Sind Millionen-Influencer, ne? Oder Lil Miquela war eine der Ersten. Ja. Lil Miquela hat zum Beispiel hier in Thailand, habe ich Werbung von Lil Miquela für BMW gesehen, ne? Aber das ist crazy, weil die Leute sind natürlich am Anfang, am Ende des Tages, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelchen Leuten folgst und die breite Masse folgt nicht Business-Influencern, die breite Masse folgt Leuten, die ehrlich gesagt sehr, sehr austauschbaren Content machen, in meinen Augen. Was? Ja. Sagen wir zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, die Frau von Bushido oder sowas. Ja? Ja. Die teilen in der Regel alles in ihrem Tag. Vom Frühstück über Kind hat geschrien, über whatever. Yeah. Ne? So, und wenn diese Dinge halt so irrelevant sind eigentlich, reicht es ja, dass du, weil 2 Faktoren sind halt super wichtig, wenn es um die, wie soll ich sagen, um das Feiern eines Creators geht. Sympathie und Identifikation. Sympathie jetzt gegenüber einem Artificial Character ist an der Stelle jetzt vielleicht nicht so realistisch. Ja, aber du kannst trotzdem irgendwie, ich kann zum Beispiel sagen, ich finde die Turtles sympathisch. Ja. Ja, weil die einfach trotzdem irgendwie einen Character haben, aber sie sind fiktiv. Ja. So, und Identifikation ist ja gewissermaßen, du kannst tausende Iterationen von AI-Influencern machen, die alle irgendwie ein bisschen für was anderes stehen und dann sagst du, das ist aber trotzdem der meine Sprache spricht. Ne? Boah, das wird aber dann, also ich meine, da werden doch viele Content-Creator auch weggeblasen, weil einfach die AI-Version viel besser sein werden und viel spannender werden. Ja, und vom Output allein schon. Der unendlich Reels hochgeladen heute. Ja. Und das Krasse ist, was die Leute nicht realisieren, ist, dass AI jetzt schon jeden Bereich unseres Lebens infiltriert. Von Gesundheitswesen zu Unternehmertum, zu Entertainment, zu Wirtschaft, zu Investments und dergleichen. Ja, es gibt auch AI-Investment-Tools und dergleichen. Und das Verrückte ist natürlich auch, dass jetzt gerade so in Hinsicht auf AI-Influencer in meinen Augen auch das ganze Thema so OnlyFans und sowas. Ja, heikles Thema, okay? Ja. So, aber ich gehe jetzt einfach mal da raus und sage das. Artificial Intelligence ist trainiert auf das, was es im Internet findet. Jetzt ist ein großer Bestandteil dessen, was du im Internet findest, eben auch so not safe for work Content. Ja. So, und wenn man sich da einmal aus Neugierde so ein bisschen reinbegibt,
dann gibt es mittlerweile, genauso wie HeyGen für Talking-Avatare, ja, gibt es eben mittlerweile auch KI, mit der du ultra-realen, not safe for work, Adult-Content kreieren kannst. So, und dahingehend denke ich als Unternehmer, nicht, dass ich jetzt in diesen Bereich gehen möchte, aber ich denke nur so aus einer unternehmerischen Perspektive, ey, da gibt es Leute, die zahlen dir auf eBay Kleinanzeigen irgendwie 500 Euro für Fotos von deinen Füßen. Ja. So, und das kannst du natürlich noch mal einen Schritt weitergehen, indem du dir sagst, ey, eigentlich ist das eine Demokratisierung der Möglichkeiten, wo gewisse Frauen, die sich sonst irgendwie immer degradieren durch das sich ausziehen und zeigen, weil sie vielleicht auf einem intellektuellen oder akademischen Bildungslevel nicht meinen, andere Möglichkeiten zu haben. Ja, ist ja schon ein Upgrade zu Real-World-Prostitution. Ja. Aber wenn du dann halt gewissermaßen Inhalte erstellen kannst, meinetwegen kannst du ja sogar ein Klon von dir sein, so der theoretische du bist. Ja. Ja, aber dann kann die Person, die auf dem anderen Ende sitzt, sagen so, hey, ich wünsche mir dies oder jenes. Sagst du, kostet so und so viel und dann promptest du das dann einfach into existence. Ne? Das heißt, es ist halt total verrückt, wenn man dann halt realisiert, wie weit die Möglichkeiten mit AI schon gehen. Und das ist jetzt halt so das äußere Ende dessen. Deshalb wollte ich das nur kurz ansprechen. Ja, das ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Weil das wird halt sehr spannend werden. Ich habe das Gefühl, es stößt auf den Trägheitsmoment der Menschheit und die Faulheit. Ja. Weil ich habe das Gefühl, auch die Tiefe, die du da, in die du da vorgedrungen bist, wäre auch nochmal spannend, sozusagen von dir zu hören, war ja wahrscheinlich auch ein inkrementeller Prozess, ne? Wenn man vielleicht wirklich Shortform-Content mal nimmt. Aber würdest du das auch sagen, dass man sozusagen diese Liste macht von Sachen, von denen man irgendwie genervt ist oder was man vielleicht auch tagtäglich macht, nach Tools guckt und dann versucht, das erstmal immer weiter sozusagen zu treiben und immer besser zu werden? Weil ich habe das Gefühl, jetzt wäre ich auch so, oh Mann, ich brauche diesen Video-Avatar von dem, was die geredet hat. Na, OnlyFans-Agentur mache ich dann nächstes Jahr auf. Aber dass man dann wieder so, oh Gott, jetzt kann ich, genau, kickt wieder so FOMO rein. Ich habe so 1 Million Möglichkeiten, aber wahrscheinlich muss man wirklich so einzelne Use Cases erstmal durchgespielt haben, um sich damit vertraut zu machen, oder? Naja, das Ding ist halt, du kannst nach zwei Kategorien gehen. Entweder die eine Sache, die dich am meisten abfuckt auf einer täglichen Basis, ja. Oder die am meisten Geld kostet. Ja. Ne? Weil ich meine, das Ding ist ja, mit dem Geld, das du einsparst, klar, es gibt gewisse Tools, die kosten auch ein bisschen, aber du bist jetzt in einer Ära, in der du buchstäblich, das meine ich so, wie ich es sage, als Solo-Unternehmer so agieren kannst wie ein Team von 10 bis 20 Leuten. Ja, das glaube ich dir. Ja. Wenn du halt das Ganze in einer entsprechenden Reihenfolge und also generell das natürlich irgendwie über ein bestehendes, smartes Business-Konzept so drüber stülpen kannst, sodass du dann halt weißt, okay, das ist die normale Reihenfolge so der Prozesse und dann optimiere ich diese halt so, dass sie idealerweise auch ineinander greifen. Ne? Aber grundsätzlich ist es natürlich auch total abgefahren, was du alles so für Business-Pläne, Business-Development auch alles mit AI machen kannst. Ey, da müssen wir reinzoomen, weil da habe ich neulich bei einem Workshop gehört, dass jetzt jemand angefangen hat, die ersten Erstgespräche, also die Quali-Calls sozusagen zu automatisieren. Ne? Und ich war so, was? Das ist schon so weit, ne? Und dass er irgendwie eine Stunde Voice-Material sozusagen von sich hochgeladen hat und das Quali-Skript. Ja. Na, und auch sozusagen sagt auf der Tonspur, hey, hier ist die AI von Robert oder so. Genau. Aber dass der Quali-Call komplett automatisiert schon stattfindet. Absolut, absolut. Also da gibt es verschiedene Softwares für. Die funktionieren natürlich aktuell besonders gut so mit Englisch. Ne? Mit Deutsch funktionieren sie auch, aber das ist dann halt auch wieder das Thema, ähnlich wie bei Shortform-Skripten, so dass. Aber dann halt reden wir ja immer noch von einem halben Jahr bis Jahr, bis das auch in Deutschland wahrscheinlich funktioniert, ne? Ja, safe, safe. Und natürlich, ich würde sagen, wir reden ungefähr von einem Jahr, wo das Ganze real klingt. Es gibt eine Software, auf die ich gestern gestoßen bin. Die heißt Artlist.io. Und Artlist ist eigentlich so für Creator. So, da hast du dann verschiedenes Footage, Musik, Soundeffekte. Aber die haben auch ein Feature, Voice-Over. Und da haben sie sowohl deutsche Stimmen als auch englischsprachige. Und das ist primär so für Videokreation. Du kennst ja halt diese inspirational Videos, wo du dann halt einfach nur ein starkes Voice-Over hast. Aber diese klingen so real. Deshalb haben sie noch nicht so viele auf Deutsch. Ich glaube 5 oder sowas. Und das klingt halt wirklich wie so ein mystischer Vorleser oder sowas. Ne? Also sie haben verschiedene. Aber das ist halt, es wird nur eine Frage der Zeit, bis die verschiedenen Voice-Clones, die es gibt, so gut sind, und eben auch die du von dir selbst machen kannst über eine Software wie 11 Labs oder dergleichen, dass du dann halt wirklich diese ganzen Quali-Calls und sogar Sales-Calls
abwickeln kannst. Warum Sales Calls? Weil was viele nicht wissen, das neue Update von ChatGPT, das 4.0, O steht für Omni, ja, das ist kein Large Language Model mehr. Die haben gewissermaßen die ganze Technik dahinter verändert, damit es viel, viel schneller responden kann. Bedeutet, das, was man in diesen ganzen Werbevideos von 4.0 gesehen hat, das hat ja sehr stark erinnert an den Film Her mit Joaquin Phoenix. Ja. Ne? Wo dann in Realtime mit Sarkasmus, Humor in Realtime reagiert wird. Ja. So, diese Features, obwohl 4.0 schon draußen ist, sind noch nicht ausgerollt. Die geben auch kein Datum bekannt, aber eigentlich sagt man seit 2 Monaten, es soll in den nächsten Wochen rauskommen. So, das heißt, an sich existiert das schon. Und das wird natürlich, genauso wie diese ganze AI-Landschaft auf ChatGPT gewissermaßen aufgebaut ist zum Großteil, wird alles im Audio, also im so Call-Bereich und sowas, dann eben auf diesen Features von 4.0 aufgebaut werden. Und das sind ja trotzdem nur die Starting Points. Das heißt, es wird ja auch über die nächsten Jahre immer mehr Iterationen geben. So, du kennst Moore's Law, ne? So, dass sich das einfach immer weiter jedes Jahr mehrfach multipliziert und dementsprechend einfach ein Schneeball ist, der ins Rollen gekommen ist, der einfach nicht mehr aufzuhalten ist. Und deshalb, warum gebe ich jetzt gerade in diesem Bereich so viel Gas? Weil ich ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich in 5 Jahren noch gebraucht werde. Der Tiefpunkt des Interviews ist gekommen. Sehr gut. Aber eine realistische Einschätzung, erzähl mal. Also, das Ding ist, ich kann ja jetzt schon basierend auf Büchern und Videos war schon verrückt, ja. Ich meine, jetzt stell dir doch mal vor, nenn mir eine Persönlichkeit, wo du sagen würdest, boah, wenn ich die als Coach für mich gewinnen könnte, das wäre der absolute Wahnsinn. Ich nehme Russell Brunson von ClickFunnels. Okay, Russell Brunson. Jetzt stell dir vor, du nimmst alles, was über oder von Russell Brunson je veröffentlicht wurde. Das wird höchstwahrscheinlich, weil es ja auch zwischen den Zeilen der verschiedenen Bücher, ja, also buchstäblich zwischen den Zeilen, alles, was er in Interviews sagt und sowas alles, mehr als das, was da draußen schon ist, würde er dir in einem Coaching höchstwahrscheinlich auch nicht sagen. Ne? Ja, so, selbst darauf hätte er wahrscheinlich nicht mal den Zugriff, ne? Wie eine AI, weil, ja. Ja, ja, eben. Und du kannst dir gewissermaßen auch einen Russell Brunson GPT aufsetzen und später wird das Ganze natürlich von der Datenmenge noch viel, viel größer möglich sein, dass gewissermaßen alles, was über diese Person existiert, da drin ist und du kannst es einfach in deiner Hosentasche als dauerhaften Tagbegleiter. Stimmt, das wird doch wahrscheinlich zeitnah ein Tool werden, ne? Dass sie einfach so all das Material zu gewissen Persönlichkeiten. Es gibt solche Dinge schon. Es gibt das sogar als Service von einer Company namens Delphi. Und da kannst du sowohl auf Klone von großen Persönlichkeiten zugreifen, als auch deinen eigenen erstellen. So dass du dann über eine API-Schnittstelle sogar sagen kannst, du würdest deine Social Media, so dass es kein klassischer Bot ist, ja, du kannst gewissermaßen wirklich dich selbst klonen mit allem, was du da drin haben willst. Und es würde, egal ob auf deiner Website, im Chat, WhatsApp, E-Mail, sonst wo, du würdest selber gar nicht mehr in die Tasten hauen. Und die Leute würden es nicht merken. Und wir haben so eine Lösung tatsächlich auch für unser Instagram schon in einer abgespeckteren Version, dass wenn neue Follower auf uns zukommen und die schreiben mir eine Nachricht, dann antwortet der AI-Basti. Sie wissen aber nicht, dass der AI-Basti ist. AI-Basti kennt unser Produkt, kennt unsere Sales-Skripte, kennt will Provision alles machen. Zum Thema, kennt alles zum Thema Sales-Psychologie, so Einwandbehandlung etc., kennt meinen Background, so wie ich aufgewachsen bin, wo ich lebe, etc., Weltanschauung, all diese Dinge, damit ist alles gespeist. So, und wenn zum Beispiel etwas, was nicht in der Knowledge Base ist, wie zum Beispiel, hey Basti, weil ich bin jetzt zum Beispiel nicht in der Immobilienbranche tätig, hast du ein AI-Tool, das mir irgendwie hilft, so Mockups von einer leeren Wohnung dann so eingerichtet zu machen oder sowas, dann recherchiert AI Basti kurz online und empfiehlt die entsprechenden AI-Tools. Crazy. In den Instagram-DMs. Ja. Was würdest du sagen, wie viele Leute sparst du da heute schon? Bei dem Output, den wir jetzt gerade so haben, also es könnten noch mehr sein, so, aber so Loyalität und sowas, ne? Also wir haben auch einfach ein paar wirklich tolle Leute, die dann halt so in ihrer Tätigkeit auch einfach einen Pivot gemacht haben, weil sie einfach allgemein kompetent sind, dass wir dann gesagt haben, so hey, hier geht der Aufwand langsam runter, wie wäre es mit dem Aufgabenfeld? Ja. Ne? Ja. So, aber wir
ja, schon so 10 Leute. Krass, ich wollte gerade sagen, auch schon alleine DMs und so, das ist ja eine ja. scheiß Arbeit, ne? Ja. Ja, absolut. Und vor allen Dingen musst du ja auch noch bedenken, das, was wir jetzt gerade machen, wir spielen nur hardcore das Instagram-Game. Ja. Wir sind nur auf Instagram. Stimmt, ihr habt keine anderen Channels, ne? Ja. Ja. Hä, und erzähl mal sozusagen, das wäre spannend, ist ja ein guter Bogen sozusagen. Nee, erst muss ich fragen, was machst du da draus, dass man in 5 Jahren dich nicht mehr braucht? Ich sehe das überhaupt nicht schlimm, um ehrlich zu sein, weil, ich bin generell eher stoisch veranlagt, ja, so. Ich glaube auch, wenn man deine Story kennt, weiß man, dass du sehr anpassungsfähig bist, ne? Ja. Ja, safe. Also grundsätzlich denke ich, ich bin eher Realist und Opportunist als Pessimist. So dementsprechend, ich denke, dass alles, was kommt, man zu seinen Gunsten nutzen kann, wenn man natürlich als Opportunist das Ganze eben auch betrachtet. Ist ja, du kannst ja alles irgendwie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, ne? Aber grundsätzlich denke ich dann halt auch insbesondere nicht nur an mich, sondern was wird AI an Chancengleichheit weltweit bringen? Ja. Aber eben auch was für krasse Challenges, dass zum Beispiel, was willst du heute deinen Kindern beibringen? Guck mal, ich habe ein Interview gesehen von Yuval Noah Harari, der Autor von Sapiens, ne, kurze Geschichte der Menschheit. Und der wurde halt gefragt, weil er halt irgendwie die ganze Menschheitsgeschichte und die ganzen verschiedenen Zyklen und Epochen und sowas kennt, what is his take on AI? Und dann sagte er halt, so jede Generation hatte dieses eine Ding, wo sie dachten so, boah, das wird jetzt so voll die Welt verändern. But this time, it's real. Hat er gesagt? Ja. Shit. Und dann sagt er halt, das Krasse ist, niemand, auch die krassen Leute so wie Ray Kurzweil und sowas, der schon seit Jahrzehnten über AI und die Zukunftsentwicklungen philosophiert und sowas, man weiß, es ist unpredictable. Niemand weiß, in welche Richtung es wirklich gehen wird, insbesondere wenn man über AGI spricht und sowas, ne? Ja. Also Artificial General Intelligence und so Quantum Computing und sowas. Ich kann gleich auch nochmal auf ein paar hypothetische Szenarien eingehen, die ich mir vorstellen kann. Aber wie gesagt, alles ist unpredictable. Ne? Ja. Deshalb ist dann nur irgendwie mein Take, was grundsätzlich möglich wäre, als jemand, der vielleicht auch Sci-Fi-Filme ganz cool findet und sowas. Aber das Verrückte ist, was er sagte, war, in früherer Zeit, da wusstest du immer, du kannst deinen Kindern Skills beibringen, die nächsten 20, 30 Jahre noch relevant sein werden. So, wenn du vor 100 Jahren gelebt hast, dann oder vor meinetwegen 200, dann wusstest du, wenn ich meinen Kindern Jagen und Bogenschießen und Farming beibringe, so dann wird das noch relevant sein. Ne? Und bei der Generation unserer Eltern ebenso. Ne? So einfach so dieses klassische Nachkriegsgeneration hat uns gezeigt, so einfach hart arbeiten, 30 bis 40 Jahre in einem Job bleiben, so und dann Prosperity, alles fein, so 2 Golf in der Auffahrt, alles gut. So, und das hat jetzt bei unserer Generation schon ein bisschen angefangen zu rütteln, weil wir plötzlich durchs Internet viel, viel mehr Optionen haben und dann ist aber mehr so dieses Shiny Object Syndrome, das dann halt zu mangelnder Entscheidungsfähigkeit führte. Ja. So, und jetzt ist es so, alles, was du jetzt auch in der Uni lernen kannst, wenn jetzt ein neuer Studiengang rauskommt, angenommen, Studiengang Künstliche Intelligenz, ja, bis der durch ein Gremium gegangen ist, bevor sich die erste Person eingeschrieben hat, ist er schon wieder obsolet. Stimmt, ja. Ne? Ja, wie wollen Sie das beibringen, ja. Und deshalb sind wir jetzt in einer Ära, wo nur die Opportunisten früh für sich die Verantwortung übernehmen können, zu sagen, okay, wie bin ich ein früher Benefiter dieser AI-Implementierung, weil es natürlich ganz, ganz klassisch und traditionell immer sehr, sehr viele Leute gibt, die erstmal relativ lange warten werden, aufgrund von, keine Ahnung, ja, ChatGPT habe ich schon 1000 Mal gehört, hat für mich nicht funktioniert oder einfach auch paralysiert aufgrund der Menge an Möglichkeiten und sowas. Und das heißt, wir werden in den nächsten Jahren erleben, wie halt die eine Seite der Unternehmen, die früh das Ganze implementieren, viel, viel mehr bootstrapped voll durch die Decke gehen und dann all jene, die dann halt die ganze Zeit mit einem viel zu großen finanziellen Overhead trotzdem kaum vom Fleck kommen. So, und dann bildet sich natürlich ein großes Gap dazwischen, das auch wiederum gefüllt werden kann. Und wir haben auch viele Kunden, die das machen, dass sie zum Beispiel aus dem AI Revolution Kurs, weil der halt so viele Themen behandelt, dass sie sagen, ey, ich nehme die Inhalte aus dem Modul und biete die als Dienstleistung an, um all diesen verzweifelten Unternehmen das dann halt zu verkaufen, weil das Ding ist ja, weil das Ding ist ja,
wenn ich den Leuten einen Prozess abbilden kann, der ihnen, weil sie mir ja sagen, was kostet der uns an, wollte also sagen, nochmal ein Support Call Center oder so, ne? Genau. Ja, oder eben Content Creation. Ja. Ja. Dass du dann, und es gibt ja viele verschiedene Dinge. Du kannst jetzt mittlerweile sogar Ads mit AI schalten. Ja. Ja, du kannst dann zum Beispiel, du gibst deine URL in ein gewisses Ad-Tool ein. Das scrapt sich deine gesamte Seite. Das kannst du dann auch mit deinem Instagram-Profil machen und sowas. Du gibst noch ein paar weitere Infos zu deinem Produkt. Und dann kreiert das sogar in deinem CI entsprechende Ads. Und basierend auf den ganzen Datasets, die sie haben, über viele, viele erfolgreiche Ads von auch großen Companies und sowas, sagen ihnen halt zum Beispiel, okay, die Ad würde besser performen als die Ad und das Creative würde besser performen als das Creative. Und dann kannst du sogar aus diesem Backend über die verschiedenen Plattformen die ganzen Ad-Sets schalten. Und dann werden die hinterher sogar ausgewertet. Und du kannst mit deinem AI-Ad-Manager chatten und fragst dann so zum Beispiel, okay, welches Ad-Set hat diese Woche am besten performt? Okay, welches sollten wir hingegen abschalten und sowas? Hast du da ein Tool, was du empfehlen kannst dafür? Da gibt es verschiedene. Also zum Beispiel trypencil.com, so wie Versuch und Bleistift. Ja, yeah. Trypencil.com. Dann gibt es Ad Creative AI, glaube ich, oder Ad Creative IO. Ich weiß es gerade nicht mehr. Dann gibt es eins, das heißt Avian, A-V-I-A-N. Und es gibt noch ein paar andere. Crazy shit, weil das bei uns auch noch so ein Prozess, der irgendwie super aufwendig ist, diese Ad-Creatives zu bauen. Und ich denke mir so, wenn man das nur verschlanken könnte und sei es, dass nicht alles sozusagen macht, aber dass es halt schon einen Großteil sozusagen macht. Crazy shit. Und das ist genau der Punkt, wenn man halt so von Demokratisierung von Möglichkeiten spricht, ne, dass egal, was dein Bildungsgrad ist, egal, wie viel Cash du hast, egal, wie viel Erfahrung du hast, jetzt hast du buchstäblich, früher hat man gesagt so, ja, du hast das ganze Wissen der Welt im Internet in deiner Hosentasche. So, aber jetzt hast du die highly skilled professionals der Welt in deiner Hosentasche. Das ist der Unterschied. Okay, du hast mich jetzt angezündet. Mit den Ad Creatives hast du mich bekommen, wirklich mal so eine Map zu machen. Und ich glaube, das war das Coole. Ne? Ja, wirklich alle Unternehmensprozesse mal zu mappen, ne? Und zu sagen, was habe ich an Prozessen? Und danach Tools zu recherchieren und mal die ersten Testläufe zu machen. Aber was ich mitnehme, ist doch dann wahrscheinlich an Unternehmer und an Gründer die Empfehlung, sich irgendwie einen halben Tag pro Woche zu blocken und einfach sich weiterzubilden in dem Bereich, oder? AI Revolution zu gucken. Das sowieso, das ist die Abkürzung. Also du musst es ja irgendwie zur Routine machen, daran zu arbeiten, weil man weiß es ja du selber. Du verlierst sonst zu schnell den Anschluss. Genau, ich wollte gerade sagen, du bist ja so schnell irgendwie weg und ich habe das Gefühl, da wo du jetzt schon bist, das ist irgendwie, keine Ahnung, wird sich für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin wie anhören, als ob du auf dem Mond unterwegs bist. Und ich glaube, ich versuche so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Was? Aber deshalb simplifizieren wir das Ganze, weil für mich so to stay on top of things mit all den Dingen, die abgehen und sowas, das ist für mich gewissermaßen ein Fulltime-Job. Ja. Und das ist, ich arbeite nach wie vor sehr, sehr viel, aber weil ich natürlich auch einen gewissen Bildungsauftrag in dem Bereich habe. Ja. Ne? Und das heißt, ich arbeite trotzdem 6 Tage die Woche, 10 Stunden am Tag. Krass. Nicht, weil ich müsste, sondern weil ich einfach sehen will, was die ganze Zeit alles passiert, um das entsprechend auch weitergeben zu können. Ja. Und so bin ich jetzt zum Beispiel auch eingeladen worden vom Bildungsministerium von Ruanda. Ja, im Ernst? Kein Spaß. Weil die einfach früh die Zeichen der Zeit erkennen und dann proaktiv handeln, anders als im Bildungssystem in Deutschland oder generell in den meisten der westlichen Welt. Weil die zum Beispiel sagen so, wir haben keine starke Industrie, aber fast jeder bei uns spricht Englisch und wir sind ein Dienstleisterland. Also wenn wir jetzt gewissermaßen dieses Once-in-a-Lifetime-Ereignis haben, das wir so als großen Hebel nutzen können, dann muss das jetzt sofort in Real-Time ins Bildungssystem übergehen. Smart. Na? Ja. Ja. Könnten wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ja. Weil all die Dinge, die wir in der Schule lernen, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen. So wie viel hat uns das jetzt letzten Endes gebracht, irgendwie Gedichtsanalysen in 3 Sprachen zu schreiben oder Faust in- und auswendig und all diese verschiedenen Dinge. Yeah. Das hat ja wenig mit dem realen Leben zu tun. Und natürlich will ich jetzt nicht sagen, Studieren ist grundsätzlich überflüssig. So, wenn man jetzt, keine Ahnung, Arzt oder Astronaut werden will. So, aber Jura zum Beispiel?
Ja, AI stimmt. Macht das mittlerweile besser. Stimmt. So mit den ganzen Präzedenzfällen. Und das war schon vor klassischer AI, wie wir sie heute kennen, der Fall mit IBM Watson. Die haben das schon gemacht, Jahre bevor ChatGPT rausgekommen ist. Crazy. Ja? Und dementsprechend, es gibt ja auch gewisse AI-Tools, wo du dann zum Beispiel einfach deinen Fall, ja, wenn du einen Fall hast, du lädst den einfach hoch und der gibt dir dann halt schon die ganze Sachlage und alles, ja. Wie Jurastudium wohl heute aussieht, ja. Die Professoren, die haben da wahrscheinlich nichts mehr zu tun, ja. Hey, ich sag dir, Rob, es gibt keinen Bereich, in dem du nicht AI-Tools anwenden kannst. Zum Beispiel, ich fliege jetzt im November nach Japan. Wir waren letztes Jahr da, meine Frau und ich, und es hat uns so gut gefallen. Ja, und jetzt nutze ich dann halt verschiedene AI-Tools, die mir dann gewissermaßen das gesamte Itinerary, die ganze Reiseroute inklusive Hotelrecherche und ich sage gewissermaßen, wir wollen dann fliegen und wir wollen dann zurückkommen. So, wir starten hier, wir wollen von da zurück. Wir waren beim letzten Japan-Urlaub schon da und da, wir wollen neue Dinge sehen. Kreier mir bitte halt einen zusammenhängenden Reiseplan mit Hotelempfehlungen basierend auf 1, 2, 3. Ja, also natürlich muss der Prompt entsprechend sein. Und sag uns noch, was wir kleidungsmäßig am besten einpacken sollen. Und dann recherchiert das dann auch noch regelmäßig, rechtzeitig, simultan. In welcher Stadt, zu welchem Zeitpunkt auf der Route, wie viel Grad ist und wie normalerweise die Wetterverhältnisse crazy sind und shit, was wir für jeden Tag einpacken sollten und sowas. Hast du irgendwas, was ich das Gefühl habe, hast du irgendwas, also ich meine, das mit dem Bildungsauftrag ist natürlich ein perfektes Mindset, aber hast du irgendein Mindset für Unternehmer, was man irgendwie annehmen muss oder irgendeine Geschichte, die man sich jetzt erzählen muss, um sich da ranzusetzen und diesem Thema irgendwie eine Dringlichkeit zu geben? Okay, sagen wir so, viele Leute sind nicht gewillt, Prozesse, die für sie jetzt im Status quo funktionieren, zu verändern. Ja. Ja. Und dann denken sie, wenn ich nichts verändere, dann verändert sich für mich auch nichts. Ja. Ja. Aber wissend, dass jetzt jede Woche schon hunderte neue Tools rauskommen, dass alle paar Monate eine neue Version von ChatGPT rauskommt, dass dann ja gewissermaßen wieder die gesamte Landschaft, weil es die Grundlage von so vielen Tools ist, komplett verändert, ist einfach ein absoluter Garant dafür, dass man sich maximal ins Abseits schießt, weil AI ist kein Nice-to-have mehr. Ja. AI ist kein Nice-to-have mehr, es ist ein Must-have. Ja. So, jeder, der am Schreibtisch arbeitet, muss sich mit AI auseinandersetzen. Genauso wie man früher halt niemanden eingestellt hätte, oder viele heute noch, die weder Google, Excel oder Word beherrschen. Stimmt. Das werden in 6 Monaten werden das schon AI-Tools sein. Weil ich habe als Unternehmer eine Aufgabe. Also maximale Profitabilität. Ja. Im Kern. Ja. Ja. Natürlich kann ich noch irgendwie andere Werte verfolgen und sowas. Aber dann will ich doch nicht nur, dann geht es nicht nur darum, wie habe ich so wenig Mitarbeiter wie möglich, wie kann ich so viel automatisieren wie möglich, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass sie so effizient wie möglich arbeiten. Und dann muss ich mir klar sein, ich schleudere Geld aus dem Fenster, wenn ich sie fulltime bezahle, sie aber gewissermaßen in der Steinzeit arbeiten, weil sie diese ganzen neuen Tools nicht nutzen. Also habe ich gewissermaßen als Chef in meiner Firma, also ich jetzt für alle, die hier zuhören, ich habe einen Bildungsauftrag. Stimmt, weil man die ja viel besser hebeln kann, ne, und den Output irgendwie verx-fachen kann. Ja. Ja. Ich bin mein erster Angestellter. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube wirklich, ich glaube, die Leute ruhen sich so ein bisschen aus, weil es so ein Trägheitsmoment irgendwie hat, ne, weil irgendwie der erste Hype irgendwie weg ist. Aber wirklich, wie du sagst, ich glaube, in 6, 12, 24 Monaten wird sich halt zeigen, welche Unternehmen sich damit intensiv beschäftigt haben und viel schlanker und profitabler sind und welche sich einfach darauf ausgeruht haben, dass es so weiterging wie vorher, ne? Ja. Ja, und es geht nicht nur um das Schlanksein und Effizientsein. Es geht ja insbesondere auch für Business-Starter. Und ich meine, Unternehmertum wird viel, viel cooler über die Jahre. Ne? Ja. So als wir angefangen haben, da war es immer noch so ein bisschen, weil wir waren so die Ersten so mit Online-Business. Ja. Ne? So 2015 rum und sowas. Da haben die Leute noch gesagt, willst du dich selbstständig machen? So voll riskant, so viel Kapital und sowas. Und das war so der erste Shift. Und jetzt ist Unternehmertum cool. Ja. Ne? Nicht nur zuletzt durch Gary Vee oder sowas, ne? So, aber diese ganze Hustle-Culture und sowas, weil man natürlich eine ganz, ganz andere Infrastruktur hat. Wir sehen jetzt haufenweise 20-jährige Multimillionäre und denken dann halt so, boah, ich bin schon fast 40 und sowas, so voll krass, die sind voll heftig. Aber die haben ja auch ganz andere Möglichkeiten heute als wir zu unserem Start. Stimmt, ne? Der technologische Fortschritt hat es dann nochmal
einfacher gemacht, ne? Ist immer noch fucking schwierig, aber ja, sie haben da auf jeden Fall schon mal einen Vorsprung, ne? Aber gerade jetzt für diese ganzen Business-Starter, auch wenn die ja schon bessere Startvoraussetzungen hatten, als wir das hatten, ist es ja jetzt so, wenn es eine feste Timeline gibt und also das ist jetzt so die Timeline von Start zu Erfolg der manuellen Arbeit. Ja. Und die war bei uns sehr, sehr hart und auch ein bisschen lang. Ja. Wenn ich die jetzt auf ein Viertel verkürzen kann, das ist ja nur Common Sense. Ja. Warum sollte ich das denn nicht tun? Stimmt, da ist man viel schneller, ne? Ja. Ja. Crazy. Ey, das wird wirklich, ja, mich hast du angezündet, ne? Was mich interessieren würde, Basti, ich habe das Gefühl so, ja, stimmt, wir haben auch ein bisschen ähnliches Geschäftsmodell dadurch, dass du auch einen Kurs hast. Wir haben auch sozusagen einen Kurs. Ich struggle bis heute irgendwie die perfekte Woche für mich zu finden. Ja, also im Sinne, wie ich meine Aufgaben irgendwie aufteile. Ja. Hast du da einen Kalender oder ein System für dich gefunden, wie du das alles unter einen Hut bekommst? Her damit. Ja, ich lausche. Ich hab mein AI-Tool für dich. Niemals. Ja. Doch, es gibt ein Tool, das heißt Reclaim. Ja. Reclaim AI. Und das hat dann Zugang auf deinen Google Calendar. Ja. Und es shuffelt alle deine Termine nach maximaler Effizienz und du kannst dann zum Beispiel sagen, die und die Habits möchte ich halt noch integrieren, weil ich sonst nicht dazu komme. Keine Ahnung, Kind zum Kindergarten bringen und meditieren meinetwegen und was auch immer es ist, was du möchtest. Und dann kreiert es auf eine ganz, ganz smarte Art und Weise für dich einen kompletten neuen Kalender. Also das heißt, man muss halt einmal sozusagen runterschreiben, was man an Task hat sozusagen Woche für Woche. Oder alle zwei Wochen und dann sozusagen packt er es einem bestmöglich irgendwie rein. Mhm. Ja. Ja. Reclaim AI. Crazy shit. Und wie machst du das für dich? Also wie sieht dein Kalender aus, weil du irgendwie so von Content-Tagen sozusagen gesprochen hast? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, mein Kalender war früher ultra, ultra voll. Mittlerweile ist er nicht mehr so voll. Wir haben ein Sales-Call-Team pro Woche. Ja. Dann habe ich noch ein Content-Team-Call. Ja. Einfach nur so, um Statistiken und sowas anzuschauen. Dann habe ich einen Tag, wo ich nur recherchiere, so für eine Inspirationsdatenbank. Weil da gehe ich zum Beispiel so vor, dass ich über meinen Instagram-Account, weil das eben unsere primäre Content-Plattform ist, dass ich scrolle nie einfach nur pointless durch die Gegend. Okay. Fast alle Accounts, denen ich folge, sind einschlägig Accounts, die AI-Content oder dergleichen produzieren. Also zum Großteil zumindest. So, und wann immer ich etwas sehe, wo ich sage, hey, das ist eine geile Idee oder das ist ein geiles Tool, daraus kann man das machen, lege ich das halt ab in verschiedenen Collections. Zum Beispiel Single-Tool-Empfehlungen, Multi-Tool-Empfehlungen, Unternehmer-Know-how oder Karussell-Posts oder sowas. Das heißt, ich speichere einzelne Collections für die verschiedenen Rubriken und das sind alles Collaboration-Collections. Das heißt, mein Team kann auch auf diese zugreifen. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Ordner, die zum Repurposing dieses Contents nicht mein Zutun bräuchten. Verstehe. Ja. So, und das heißt, einen Tag mache ich das, also kein ganzer Tag. Ich setze dann halt ein Part des Tages dafür ein und dann ist der nächste Tag, ein Part des Tages zum Researchen, dann zum Transkribieren der einzelnen Sachen. Da haben wir mittlerweile jetzt aber auch eine Automation gebaut für insbesondere so YouTube-Skripte und sowas. Geil. Dass ich zum Beispiel sage, ich packe ein YouTube-Video in einen Drive-Ordner und von da wird automatisiert eine Automation losgestoßen, die mir dann eben auch drei verschiedene Versionen eines längeren Videos in einem Short-Form-Skript in meiner Brand Voice gibt. Und dann bekomme ich in Slack eine Benachrichtigung, sobald die fertig sind. Crazy. Das heißt, mein Team kann auch vorgehen und sagen so, hey, wir wissen, was Basti ungefähr gefällt. Hey, das ist ein cooles Thema. Ja? Und dann packen die dann halt die Audiospur des YouTube-Videos in den Drive-Ordner. Und dann kommt am Ende für mich einfach ein Ping in Slack, im Content-Channel, dass da dann halt für ein jedes Video drei verschiedene Short-Form-Skripte für mich liegen, die schon in meiner Brand-Voice sind. Crazy shit. Ne? Und deshalb so, also ich habe dann halt, wie gesagt, ein Sales-Team-Call, ein Aber sonst sozusagen hast du Projektarbeit dann wahrscheinlich, ne? Also Luft für Ja, weil ich, ja. Weil das, was nachdem ich mir wirklich alles an AI-Kursen im deutschsprachigen Bereich und auch im internationalen Bereich angeschaut habe, das nur im Entferntesten relevant aussieht, ich habe immer so diesen Anspruch, ich will, dass es by far das beste Produkt ist zu dem Bereich, das es gibt. Ja. So, und deshalb ist meine Aufgabe in erster Linie, den Kurs am laufenden Band zu updaten, zu erweitern und
das ist einfach mein Ziel, so lange wie es diese Aufgabe benötigt, ja, bis ich dann halt nicht mehr notwendig bin. Ja, bis ich nicht mehr gebraucht werde. Bis der Avatar das alles macht. Ja. Crazy shit, und deshalb, das ist ja auch sozusagen so smart. Wir haben die meisten Dinge, die normalerweise angefallen sind, halt wegrationalisiert, sodass ich mich halt wirklich auf Content Creation und Research und all das konzentrieren kann. Und sozusagen dokumentieren für den Kurs, ne, was funktioniert und was nicht funktioniert. Genau. Ja. Geil. Genau. Ja, muss man wirklich sagen, ist ja auch ein cooles Geschäftsmodell. Und vielleicht ist der Bogen, da würde mich noch ein bisschen sozusagen interessieren, wie ihr auch angefangen habt, den Kurs zu vermarkten, warum auch sozusagen ihr Instagram genommen habt und vielleicht auch über die, wenn du sozusagen teilen kannst, über die Zeit, die ihr das jetzt gemacht habt, was so die besten Vermarktungsstrategien sozusagen waren, um den Kurs zu verkaufen. Ja, also tatsächlich ist der ganze Kurs, auch wenn ich mich schon länger für AI interessiert habe, auch vor dem Public Release von ChatGPT, eigentlich sehr, sehr spontan entstanden. Ja. Weil ich habe ja halt vorher auch Business Consulting gemacht. Ja. Und wir hatten ein Programm, das nannte sich Sechsstellig Consulting. Da hatten wir zum Peak etwas über 150 Leute parallel drin und haben die Leute halt 12 Monate betreut. Das war ein riesen Overhead. Und deshalb habe ich mehr und mehr AI-Anwendungen in diese ganzen Live-Calls und sowas platziert, um den Leuten zu zeigen, wie sie es vereinfachen können. Weil gerade so als Solopreneur, der irgendwie eine Form von Coaching-Business oder Dienstleistungs-Business aufbaut, du musst ja nicht nur deine Expertise haben. Du musst Sales und qualifizieren und Content Creation und Marketing und all diese Dinge, sodass viele Leute einfach so komplett overwhelmed sind und diese ganzen Sachen nicht jonglieren können. Also habe ich da angefangen, so diese ganzen AI-Prozesse stückweise zu zeigen. Ja. Und dann habe ich einmal ein öffentliches Webinar gegeben und dann kamen halt mehr und mehr Fragen zu AI. Und dann konnte ich halt sehr, sehr viel zu sagen und die Leute waren alle komplett mindblown. Ja, geil. Mindblown. Ja. Und ich hatte den Leuten halt gesagt, so, ey, wenn ihr das Webinar cool fandet, schreibt mir noch gerne eine Bewerbung bei Trustpilot. So, und dann kam am nächsten Tag mehrere Bewertungen, wo die Leute schrieben, so Dinge wie mit Tipp aus kostenlosen Webinar 2 Tage später einen Kunden für 8.000 Euro geclosed. Und echt? So, ne? Geil. Ja, und das war einfach total abgefahren. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und sie meinte zu mir, meinst du, du kannst nicht hier übers Wochenende mal irgendwie so einen kleinen AI-Kurs aufnehmen? Ah, ja, geil. Und dann dachte ich, ja, können wir eigentlich machen. Und dann habe ich halt so angefangen mit der Outline, was ich da alles reinpacken würde. Und dann ist es so ein Mammut geworden. Geil. Und jetzt gibt es den Kurs seit einem Jahr und ich habe Status Quo. Und wir haben jetzt, glaube ich, gerade irgendwie so 170 Lektionen oder sowas. Krass. Und das ist ungefähr ein Drittel dessen, was ich immer noch in meiner Pipeline habe, was ich noch reinbringen will. Geil. Ey, es ist auch ein verdammt komplexes Thema irgendwie, ne? Ja. Ja, und wir versuchen es einfach so simpel und praxisnah und anwendbar für die Leute darzulegen. Ja. Ne? So, das war quasi so der Hergang, wie ich das Ganze halt überhaupt gemacht habe. Ja. Und dann natürlich auch durch die Community dann eben so zu hören, hey, was sind die Dinge, die Leute sich wünschen? Was sind Dinge, die die Leute vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben? Und natürlich auch so ein bisschen zu kultivieren, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Weil genau wie im wahren Leben ist es mit AI natürlich auch so. Die Qualität meines Lebens oder der Ergebnisse basiert auf der Qualität der Fragen, die ich stelle. Ah, ja, das ist richtig. Und deshalb geht es halt so ein bisschen weiter als nur so stumpf, hey, hier ist das und das Tool, das kannst du da und dafür nutzen. Ja. Weiter. Stimmt, Next. Das muss man hinbekommen, ne? Dass man in die tiefere Ebene sozusagen eindringt und erzählt, wie das Tool auch funktioniert. Ja. Aber crazy, dann ist das daraus irgendwie so rein organisch entstanden und hast wahrscheinlich gemerkt, dass da ja ein deutlich leichteres Thema wahrscheinlich auch ist in der Vermarktung, oder nicht? Genau, und ich hatte auf deine ursprüngliche Frage jetzt eigentlich gar nicht richtig geantwortet. Warum Instagram? Ja. Es ist einfach die Plattform, auf der ich jetzt schon seit Jahren am aktivsten bin. Ja. Und natürlich haben viele Leute dann immer so das Gefühl, boah, ich müsste noch dahin und noch einen Podcast und YouTube und sonst was alles. Und das ist natürlich auch wieder ein enormer Overhead, der dich viel, viel Kopfschmerzen kostet, weil jede Plattform nochmal distinktiv anders funktioniert. Und ich denke, oder ich bin Befürworter davon, auf der Plattform so gut zu werden, wie du werden kannst, bevor ich sage, ich mache eine neue Baustelle auf. Und eine Plattform richtig zu machen, ist ja schon schwierig genug, ne? Ja. Richtig. Und
TikTok in meinen Augen, so viel TikTok-Follower sind in meinen Augen nicht viel wert. Yeah. Weil es da halt einfach nur so ein, der Feed ist ein kompletter Dopamin-Rush, yeah, wo du selten Leute halt irgendwie eine Form von Funnel bringst. Yeah. Es sei denn, du hast halt das ultra krasse Offer, das ein absoluter No-Brainer ist, kann mal passieren. Yeah. Ja. Aber grundsätzlich finde ich Instagram aufgrund der verschiedenen Features und eben diesem Faktor Sympathie und Identifikation, da kannst du dich halt gut über Story-Formate und so auch ein bisschen profilieren, ein bisschen nahbar zeigen. Die ganzen Interaktionsfunktionen so für Stories und dergleichen, die sind schon sehr, sehr cool. Und eben die Tatsache, dass man dort, und das war quasi die Form unseres bisherigen Funnels, wir haben halt wieder angefangen, mit ManyChat zu arbeiten. Ich habe 2016 Ich wollte gerade sagen, das Tool habe ich lange nicht mehr gehört, ey. Ja. Ja, ich habe mit ManyChat schon gearbeitet zu Zeiten des Airbnb-Kurses, den ich damals verkauft habe. Ja. Aber nicht auf diese Art und Weise. Weil das, was man jetzt zum Beispiel im englischsprachigen Bereich mehr sieht, ist immer dieses, ich habe die ultimative Checkliste für, keine Ahnung, das beste Bananenbrot der Welt. Ja. Ja. Kommentiere Banane und ich schicke dir mein Rezept. So. Und diese Automatisierung ist ja grundsätzlich schon cool, diese halt in Reels nutzen zu können. Aber die Leute gehen dann halt nicht weiter. Die sagen dann halt einfach so, ich kommentiere jetzt Banane, bekomme das Rezept, cool, tschüss. Ne? Ja. Und ich habe das Ganze halt so ein bisschen um die Ecke gedacht und dachte mir so, wir machen jetzt zum einen diesen Quick-Fix-Content, wo die Leute einfach nur was kommentieren müssen, um dann halt irgendwie ein krasses Tool, den Link zum Tool geschickt zu bekommen, weil alle halt gerade jetzt AI-hyped sind. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du willst das perfekte Video-Setup deines Lieblings-Creators oder du willst den Prompt, genau, andersrum war's, dass du gewissermaßen das gesamte Setup deines Lieblings-Creators irgendwie nachstellen kannst. Ja. Und dann schicke ich euch den Prompt, mit dem ihr das dann halt alles herausfindet oder sowas. Ja. Ja? Und dann zeige ich den Leuten halt gewissermaßen einfach nur, wie sie mit einem Prompt, welchen Prompt sie eingeben müssen, um halt genau das technische Equipment genannt zu bekommen, inklusive Amazon-Links, dass sie dann gewissermaßen einfach nur einen Screenshot von meinetwegen Iman Ghazi oder wem auch immer, ja, von irgendeinem Video da reinposten und dann bekommen sie die gesamte Auflistung mit Kaufliste. Ja? Crazy. Das heißt, das sind manchmal dann einfach so, ja, so kleine Anleitungen, wo die Leute sagen, oh geil, finde ich voll cool. Ja, genau, und dann ist die Frage, wie du den Bogen kriegst, ne? Ja. Genau. Das bedeutet, statt dass das Ganze abbricht, so hey, hier ist der Prompt, viel Spaß damit, dachte ich mir dann halt so, da geht echt viel Arbeit trotzdem noch in die Content Creation. Ne? So allein so der ganze kreative Prozess, so was will ich überhaupt abfilmen und selbst so mit HeyGen und sowas, dennoch steckt da Arbeit drin. Und ich habe die Schnauze voll davon, dass die Leute einfach immer nur nehmen, was sie haben wollen und sich dann verpissen. Also habe ich dann halt gesagt, ich baue in ManyChat eine Condition ein, die, wo das System abfragt, sind sie schon Follower oder nicht? Das heißt, das ist der erste Step. Wenn sie keine Follower sind, kriegen sie die Nachricht so, hey, ich sehe gerade, du bist noch kein Follower von mir, bitte lass hier kurz ein Follow da und dann bekommst du sofort den Link zur Ressource oder den Prompt oder was auch immer. Ne? Und dann kommt der nächste Button, so bin jetzt Follower. Und da habe ich dann halt wieder die Condition eingebaut, weil voll viele Leute nicht zurück auf dein Profil gehen würden, um zu sagen, ich folge jetzt, sondern einfach nur sagen, ja, wird bestimmt sowieso nicht abgetestet, so ich klicke es einfach auf, ich bin jetzt Follower. Das bedeutet, ich habe die Condition an der zweiten Stelle wieder eingebaut, damit wieder vom System abgefragt wird, lügen die mich jetzt an oder sind sie wirklich Follower geworden? Geil. Und wenn sie tatsächlich gefolgt haben, bekommen sie dann halt an der Stelle die Ressource und dann halt weitere Infos zum Kurs, so von wegen, hey, du willst mehr davon. Wir wurden bereits von Pro7, Arte, Sat1 etc. gefeatured und haben den umfangreichsten Kurs zum Thema künstliche Intelligenz im Business im gesamten Dachraum und so weiter. Ja? Da gibt es dann halt noch einen Werbetrader und der ist ultra geisteskrank. Geil. Wenn du Sabri Subi kennst, weiß ich nicht, dann kennst du vielleicht seine Videos. Ja. Und wir haben gewissermaßen im kompletten Sabri Subi-Style einen heftigsten VSL für AI Revolution gedreht, der einfach pure Entertainment ist, aber halt trotzdem sehr, sehr professionell. Geil. Und alle Leute, die dann halt gesagt haben, so ich bin jetzt Follower, aber gelogen haben, die gehen halt einen alternativen Pfad. Und da steht dann halt sowas wie, nicht schummeln, ich verspreche dir, es lohnt sich, wir posten regelmäßig über das und das und das und das. Ja. Und viele gehen halt diesen alternativen Lügnerpfad, ja, wollen aber immer noch die Ressource und folgen dann eben doch. Und nur über diesen alternativen Pfad gewinnen wir über fast jedes Reel mindestens nochmal 200 Follower mehr. Crazy.
Und es landet dann alles im Funnel am Ende, ne? Das ist ja, genau. Also ist sozusagen so ein automatisierter Chat-Funnel eigentlich, ne? Genau, genau. Und deshalb, wir haben jetzt für das gesamte erste Jahr keinerlei Ads geschaltet. Wir haben für den Kurs aktuell nicht mal eine Website. Wir verkaufen den rein über Instagram. Crazy. Ja. Ey, spannend zu sehen, aber das bestätigt nochmal dieses, was du gesagt hast, sozusagen eine Plattform sich zu schnappen und da sozusagen richtig gut zu werden, ne, und immer schlauer zu werden. Und auch cool, dass du das teilst mit dieser Automation, weil wirklich die Leute wollen immer abgreifen und das war's, ne? Aber zumindest mal einen Folgen dazulassen, ja. Und vor allen Dingen, du kannst es auch trotzdem noch super personalisiert gestalten, weil man geht als Business Owner manchmal davon aus, wenn es jetzt so sehr Chatbot-lastig ist, dass dann halt die Leute das nicht cool finden oder sowas. Ja. Aber der Incentive muss ja nur hoch genug sein. So zum einen, wenn die Leute halt durch ein gutes Reel getriggert werden und der Value dieser Ressource klar wird, dann stört es sie nicht und sie klicken sich halt da durch, weil sie die Ressource haben wollen und werden halt trotzdem konfrontiert mit dem, was du zu bieten hast. Das ist die eine Sache. Dann ist natürlich trotzdem noch eine Form von Time Delays eingebaut, dass wenn sie bis zum Ende des Funnels gekommen sind, wo sie die Informationen bekommen haben, einfach nochmal ein persönliches Video nachgeschickt wird, persönlich, es wirkt wie persönlich, wo ich mich dann vorstelle, so, hey, ich bin Basti, ich lebe seit 6 Jahren in Thailand, das ist das, was ich mache, was sind bisher deine Berührungspunkte mit AI, lass mich wissen, wenn du Fragen hast und dann und so weiter. Ja. Ich habe aber auch schon Funnels gebaut, wo dieser persönliche Vibe startet, also der Funnel startet mit dem persönlichen Vibe, dass ich zum Beispiel ein Video aufgenommen habe, das ich in den Funnel einbaue, und die Person kommentiert ein Wort und das erste Video, das sie bekommt, ist ich im Auto. So, hey, ich bin gerade auf dem Weg ins Gym, danke dir auf jeden Fall für dein Interesse. Lass mich doch hier schon mal wissen, ob A oder B, und dann melde ich mich nach dem Workout bei dir. Ja, so, und natürlich ist es alles getimed und die Person stimmt halt da schon mal ab, klickt über eine der Optionen und bekommt dann halt so 2 Stunden später ganz verschwitzt oder sowas dann halt nochmal so ein Selfie-Video. Und so werden die Leute halt weiter qualifiziert. Yeah. Und die Tatsache, dass man halt mit diesen ganzen Time-Delays arbeiten kann, gewissermaßen wie eine Wiederauflage im Follow-up-Prozess, kannst du halt ad infinitum sagen, alle 30 Tage wird die Person halt nochmal kontaktiert, wenn sie nicht ein entsprechendes Tag zugewiesen bekommen hat, dass sie entweder Käufer oder ungeeignet ist. Ja, ne? Crazy. Aber das ist cool zu sehen. Ich glaube, das sozusagen auch zu mappen und sich zu überlegen, so eine Strecke auch zu überlegen. Ne? Ich glaube, die Leute sind immer viel zu schnell, irgendwas zu automatisieren und, glaube ich, unkreativ genug. Und darüber kriegt ihr alle eure Termine sozusagen, die dann zu Kurskäufern bestenfalls werden. Yes. Also es bedeutet, dein Ding ist sozusagen, umso besseres Reel du machst, wo die Leute irgendwie was kommentieren müssen oder mit dir interagieren müssen, weißt du, da scheppert Termine oder scheppert keine Termine. Genau. Und das Verrückte ist, seit wir halt diesen höheren Output hatten durch die Hilfe mit den AI-Avataren, ist unser Engagement und auch die, wie nennt man es jetzt nochmal? So Reach und Engagement. Ja. So die zwei Metriken sind beide im ersten Monat, wo wir das implementiert haben, um über 1000% gestiegen. Das heißt, Instagram füttert sozusagen, also mag Creator, die viel Output haben, oder was ist die Logik? Zum einen das, aber natürlich ist es Engagement. Also wenn ich mehr Call-to-Action-Reels produziere, die dann in einen Many-Chat-Funnel führen und die Leute haben den Incentive zu oder haben den Call-to-Action zu kommentieren, dann gibt es natürlich viel, viel mehr Kommentare, weil sie etwas haben wollen. Dann stellst du gleichzeitig in ManyChat randomized replies ein, wie zum Beispiel, hey, du hast Post, hey, check deine Inbox, danke für dein Interesse, ist auf dem Weg zu dir. So viele, wie du willst, verschiedene. Und dann werden die halt random als Gegenantwort gepostet. Ah, und Instagram erkennt das nicht. Für Instagram spielt es keine Rolle, weil du nicht der Einzige bist, der in deinen Comments halt, das ist immer nur eine Reaktion. Yeah. Es ist nicht der initiale Comment. Yeah. So dementsprechend hast du dann halt die doppelte Anzahl als Comments, was dann vom Algorithmus weiter ausgespielt wird, weil einfach viel Engagement unter diesem Post gerade stattfindet. Das heißt, es ist auf allen Ebenen halt ein krasser Win, wenn man weiß, wie man es ordentlich nutzt. Ja. Yeah. Ey, das ist super spannend zu hören. Ja, da fixst du mich natürlich ein bisschen mit Instagram an. Ich bleibe erstmal in meiner LinkedIn-Welt, aber das ist ein geiler Funnel auch, weil ich habe das Gefühl, da bietet ja Instagram genug Möglichkeiten, die man braucht sozusagen, um die Leute zu konvertieren, ne? Und man trotzdem relativ viel Kreativität auch reinstecken muss, damit das Ganze konvertiert, ne? Ja. Genau. Ich meine, ManyChat gibt es zwar nicht für LinkedIn, aber es gibt was anderes, mit dem du ähnliche Prozesse und noch mehr abbilden kannst, und das ist Expandy.io. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, muss ich mir mal angucken. Ja.
Und da kann man das sozusagen für LinkedIn bauen. Expandy.io, da kannst du, genau, da kannst du auch allerlei Prozesse und Automatisierungen bauen. Ja. Und auch so ein bisschen nach dem If-This-Then-That-Prinzip, das gewissermaßen so, hey, wenn jemand eine Verbindungsanfrage oder so, Vernetzungsanfrage schickt, dann passiert dies oder jenes. Ne? Spannend. Oder persönliche Welcome-Videos oder irgendwie sowas. Also alles Mögliche kannst du damit auch automatisieren. I love it. Basti, ich könnte tatsächlich noch den ganzen Tag hier mit dir quatschen. Na, ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so staunend zugehört und gelauscht. Na, wo können die denn die Leute in deine Welt eintauchen? Na, der eine oder andere wird wahrscheinlich schon mit Instagram mitbekommen haben. Da ist der beste Einstieg. Tatsächlich ist es aktuell der einzige Einstieg. Ja, perfekt. Also Instagram @ Bastian Bahrami, einfach zusammengeschrieben. Und für alle Leute, die halt neugierig geworden sind, was jetzt so den Kurs anbelangt, wir haben die ersten drei gepinnten Beiträge, das ist so ein allgemeines Bild als Banner. Ja. Und hinter jeder dieser Kacheln ist halt ein anderes Video zum Kurs. Ach cool. Und da kann man sich schon mal ein bisschen was anschauen. Und für alle Leute, die dann halt mehr erfahren wollen, dadurch, dass es halt primär über ManyChat läuft, ich schaue trotzdem auch täglich immer noch in Instagram rein. Ja, also alles, was machen, irgendwie durchrutscht, beantworte ich halt noch selbst. Aber man schreibt uns einfach das Keyword Air, also so wie Luft, ja, AI Revolution kurz. Nice. Und dann bekommt man sowieso alle Infos zugespielt. Ja. Ja. Ey, großer Fan von deinem Kurs, da hast du echt exzellente Arbeit geleistet. Ich habe das Gefühl, du hast gerade gesagt, da wie viele Lektionen da drin sind. Ich habe das Gefühl, da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Aber du hast mich da auf jeden Fall angezündet, mich mit dem Thema wieder mehr zu beschäftigen. Na, ich glaube, das nimmt jeder heute mit. Na, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Das war unglaublich inspirierend und ich habe auf jeden Fall jetzt Druck, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen.